In einem dunklen Raum sitzt eine Person auf einem Stuhl und drei Personen stehen um ihn herum. Toni Lasagne, Toni Tortellini und Toni Spaghetti. Tortellini fragt ihn: Wieso hast du Angst? Die Person antwortet zitternd vor Angst: Ich habe keine Angst. Dann ist gut. Es gibt auch keinen Grund dafür. Ja, wir sind Kollegen. Alte Kollegen. Alles im grünen Bereich. Wir sind Kollegen? Freunde. Was? Wir sind Freunde. Stimmst du mir nicht zu? Also ich stimme dir zu. Er stimmt mir zu. Ich stimme dir auch zu. Ja, Freunde. Ist dir warm? Nein, alles gut. Du wirkst so nervös. Nein, alles gut. Wie gesagt. Du verhältst dich nicht gerade freundschaftlich. Doch, wir sind Freunde. Wie gesagt. Glaubst du, dass ich lüge? Denkst du, ich bin ein Lügner? Nein. Das klingt aber so, als würdest du mir nicht glauben. Nein, ich glaube dir. Und du sagst, wir sind Kollegen. Sind wir nur Kollegen für dich? Ja, du weißt schon. Nein, ich weiß nicht. Wieso sind wir keine Freunde? Du weißt schon, Kollegen, Freunde, bedeutet das Gleiche. Dann wären es ja nicht zwei Wörter. Was soll diese Wortwahl? Du denkst, wir können keine Freunde sein? Doch, ich sag doch, wir sind Freunde. Na also, Freunde. Dann hör endlich auf, dir vor Angst in die Hose zu machen. Toni? Alle drei Personen antworten gleichzeitig. Ja? Ach ja, ihr heißt alle gleich. Toni Falerni, kommen wir zum Thema zurück, warum wir hier sind. Das Leben basiert auf Respekt. Wenn du in dieser Familie respektlos bist, ich vergesse mal, was ich sagen wollte. Genug geredet. Toni Tortellini und Toni Spaghetti schlagen mit Baseballschlägern auf ihn ein. Toni Lasagne steht daneben und beobachtet dies mit verzerrtem Gesicht. Oh. Toni Tortellini erschießt die Person. Ineptias Comedy. Toni und Toni sitzen an einem Tisch. Sie haben Karten in der Hand und spielen Poker. Gewöhnt man sich jemals daran? Woran? Das Töten. Nein, sollte man auch nicht. Aber es wird mit der Zeit einfacher. Ich will das auch so können wie du. Willst du nicht? Vertrau mir. Aber du musst wohl. Ich erhöhe. Ich gehe mit. Ich auch. Aber es muss gemacht werden. Was? Das Töten. Welches Töten? Davon haben wir doch gerade gesprochen. Nein, wir haben gerade erhöht. Ja, davor. Haben wir davor davon gesprochen, Toni? Ja. Ich meinte eigentlich Toni Spaghetti. Ach so, sag das doch. Aber egal. Wenn ihr das sagt, muss es ja stimmen. Und du musst es auch machen, wenn du ein eingemachter Mann werden möchtest. Ja, zurück zum Spiel. Ich spiele Dame H4 Schach. Okay, Dame H4 Schach. Du weißt, dass wir Poker spielen? Nee. Du bist ein bisschen dumm. Scheiße, Mann. Halt's Maul. Okay. Das Kritische ist halt, dass wir alle nicht richtig wissen, wie man Poker spielt. Ja, jetzt frag dich mal, wieso. Toni bricht die vierte Wand und guckt in die Kamera. Ich weiß nicht, warum. War das ein Witz? Naja. Wie naja? Ja, naja halt. Wie kann das denn naja ein Witz sein? Auf jeden Fall kein guter, ist doch egal. Okay, dann wieder Poker. Okay, zeig deine Karten. Toni Lasagne legt seine Karten auf den Tisch. Drei Asse und zwei Damen. Full House. Toni Tortellini hat seine Karten auch auf den Tisch gelegt. Nein! Toni Spaghetti auch. Scheiße, Mann. Tja, ich hab gewonnen jetzt. Kann nichts machen. Du schummelst doch! Willst du sagen, dass ich unehrlich spiele? Du disrespektest mich? Angizismus. Du bist nicht in der Familie. Und wenn ich sage, du schummelst, dann sage ich, dass du schummelst. Ach so. Also wenn du das sagst, dann sagst du das. Das ist gut. Toni Lasagne ist zu Hause und redet mit jemandem. Wir haben heute noch einen niceen Auftritt ausgeführt. Profi-Alliteration. Und dann haben wir Poker gespielt. Am Ende haben alle erhöht. Dann habe ich mein Full House rausgeballert und dick gewonnen. Ich liebe einfach meinen Job. Das muss ich dir sagen. Wie war nicht dein Tag? Man sieht seinen Kater. Toni redet mit seinem Kater. Mau? Mau? Was? Das ist ja lustig. Genau, das würde ich auch sagen. Das ist eine ziemlich starke Sache. Toni sitzt alleine auf der Couch. Er hat gegessen und nickt ein. Toni Lasagne kommt in das Büro von Toni, dem Mafia-Boss. Da er der Mafia-Boss ist, raucht er eine Spaghetti, wie eine Zigarre. Schönen guten Tag, Boss. Na, schönen guten Tag. Ich war ja jetzt schon lange treuer Helfer der Familie. Und? Ich glaube, es wird vielleicht Zeit... Zeit? Du meinst, es wird gleich drei? Nee, ich meine Zeit. Willst du andeuten, dass du mich fragst, ob du... Ja. Du warst und bist ein treuer Helfer der Familie. Feuern Sie mich? Nein, ich kann dich nicht feuern. Ich kann nur keine neuen Aufträge mehr geben. Ah ja, stimmt. Eigentlich glaube ich, dass es Zeit wird, dass du Teil der Familie wirst. Ja, da hätte ich eigentlich auch nichts gegen. Du hast nichts dagegen. Ich freue mich. Es ist eine große Ehre für mich. Ehre. Sorry, Ehre. Okay, dann ist gut. Ja, also da sehe ich uns. Okay, aber du weißt, dass es nicht geht? Ja, weil ich kein Italiener bin. Nein, ich bin ja auch keiner. Weil jedes Mitglied ein Haus streichen muss. So sind die Regeln. Ein Haus streichen? Habe ich schon mal mitgeholfen. Ja, aber du musst es selber machen. Du musst den Auslöser drücken. Welchen Auslöser? Du meinst selber den Pinsel in die Hand nehmen? Ja, solange du nicht deinen Pinsel meinst. Ja, schon mein Pinsel, aber nicht den, den du gerade meinst. Dann ist gut. Ich habe sogar schon einen Auftrag für dich. Das ist eine nice Sache. Willst du ihn hören? Genau das wollte ich gerade fragen. Gut, du musst für uns Toni Macaroni einen Besuch abstatten. Okay. Wenn du verstehst, was ich sage. Ja, ich verstehe dich. Wir sprechen die gleiche Sprache und sind im selben Raum. Läuft gut. Okay, gut. Also wenn du aufhebst, was ich hinlege, kannst du gehen. Du hast doch gar nichts hingelegt. Das war eine Metapher. Du hast eine Metapher hingelegt? Sag das doch, die sind so klein.
Viel Erfolg wünsche ich dir noch und einen schönen guten Tag noch. Danke, ich wünsche dir auch noch einen schönen guten Tag. Tony geht, aber vergisst die Tür zu öffnen und stößt gegen sie. Er geht nach Hause und fängt sofort an. Er nimmt sich eine Farbrolle und beginnt, die Wand zu streichen. Dann kommt Tony Tortellini rein. Yo, Tony, was machst du? Ach, Tony, schönen guten Tag. Ich streiche gerade, das ist irgendwie offensichtlich. Ja, aber ich meine eigentlich, warum? Du hast doch letztens erst gestrichen. Ja, letztens ist gut. Aber ja, du hast recht. Eigentlich ist die Farbe noch gut. Aber wenn der Boss das sagt, kann man nichts machen. Der hat dir gesagt, dass du eine Wand streichen sollst? Ja, also genau genommen hat er gesagt, Haus. Dann werde ich aufgenommen. Er hat dir gesagt, du sollst ein Haus streichen und du streichst eine Wand? Ja, ist ein Teil vom Haus. Ich hörte, du streichst Häuser. Hast du den Film nicht gesehen? Nein. Das bedeutet, du musst jemanden umlegen. Was? Ich habe gesagt, das bedeutet, du musst jemanden umlegen. Ja, akustisch habe ich das verstanden. Also du sagst, ich soll nicht wirklich ein Haus streichen, sondern jemanden umlegen? Ja. Aha, dann macht auch sein Auftrag Sinn. Okay, aber pass auf. Sie tun so, als wären sie dein Freund. Und wenn du es nicht erwartest, wirst du zur Farbe. Aha. Wenn du verstehst, was ich meine. Okay, merke ich mir. Um den Auftrag auszuführen und seinen ersten Mord zu begehen, trifft sich Tony Lasagne mit Tony Macaroni in Macaronis Restaurant. Sie bestellen Getränke und kommen direkt zur Sache. Also, wir müssen ein Haus streichen. Ja, habe ich schon gehört. Wenn du aufhebst, was ich hinlege. Was? Das ist so ein Sprichwort, weißt du? Ich habe gehört, du hast unser Ziel schon ein Auge geworfen. Ja. Jeden Wochentag um 7:30 steigt er in sein Auto. Und du bist dir sicher, dass er es auch jeden Morgen tut? Ja. Er hat keinen Urlaub oder so? Nee, bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Das ist gut. Dann fährt er los und parkt im Parkhaus. Da können wir zuschlagen. Okay, also nachdem er da hingekommen ist, schlagen wir ihn und dann können wir ihn erschießen. Ja, ich meine, wir können ihn auch direkt erschießen. Das macht mehr Sinn, aber ich wollte nichts sagen. Okay, meinte ich aber auch so. Wir kommen dann mit ihm dahin und dann erschießen wir ihn. Okay, okay, also wir warten da auf ihn, dann kommen wir mit ihm, dann erschießen wir ihn. Aber wie kriegen wir ihn dazu, mit uns zu kommen? Wir warten da auf ihn. Dann sehen wir sein Auto beim Reinfahren und dann folgen wir ihm. Okay, aber wie kommen wir dann mit ihm? Hä? Bist du dumm? Och nee, nicht das Kommand, das du gerade denkst. Ach so, ja, ja, okay, okay. Alles verstanden? Ja. Die Kellnerin kommt und stellt zwei Flaschen auf den Tisch. Was ist das denn? Die Bestellung. Das habe ich aber nicht bestellt. Du kannst doch den Gästen nicht was Falsches bringen. Okay. Nein, nicht okay. Wo kommen wir denn da hin, du miese Sch-? Komm mal runter, ist doch nicht so schlimm. Nein, es ist schlimm. Ich bin der Besitzer. Und wenn die bei mir schon nicht richtig aufpasst, was soll denn erst bei normalen Gästen passieren? Das passiert sonst aber nicht. Es tut mir leid. Es tut dir leid? Das ist toll, dass es dir leid tut. Beruhige dich. Ist doch nichts dabei. Ach, hörst du? Nichts dabei. Ja, dann ist da hier auch nichts dabei. Macaroni schlägt die Kellnerin. Hey, ruhig. Das kannst du nicht machen. Das ist mein Laden und meine Kellnerin. Sag mir nicht, was ich machen soll. Okay, aber geht's dir gut? Ja, ist okay. Geh einfach. Die müssen alle Respekt vor mir haben. Und wenn du keinen Respekt vor mir hast, hilft das nicht weiter. Ich respektiere dich. Aber Respekt vor dir ist was anderes als Angst vor dir. Den Ort und die Zeit hast du. Wieso bist du noch hier? Ich weiß es nicht. Toni Lasagne hat Toni Tortellini mitgenommen und sie warten im Parkhaus, wo sie den Mord durchführen wollen, auf Toni Macaroni. Eigentlich wollen sie aber gar nicht mit Toni Macaroni eine Person umbringen, sondern sie wollen Toni Macaroni umbringen. Hast du die Knarre? Ja, ich hoffe nur, der kommt auch. Ich hoffe, der kommt, ohne dass du das neue Ziel bist. Wieso sollte ich das Ziel sein? Du hast doch erlebt, wie er sich im Restaurant aufgeregt hat und er meinte, dass du ihn nicht respektierst. Das sieht gar nicht gut für uns aus. Aber er braucht uns ja noch, um den Auftrag auszuführen. Wenn er uns danach töten möchte, ist es für ihn schon zu spät. Er könnte aber auch jemand anderen reingeholt haben. Der hilft ihm, uns zu beseitigen und dann führen die den Auftrag durch. Ja, scheiße, Mann, da habe ich gar nicht dran gedacht. Aber wir haben ja auch Knarren. Ja, wenn wir die rechtzeitig bemerken, ne? Ja, dann halt die Augen auf. Ach, kommst du auch mal? Ach, habe ich euch etwa warten lassen? Das tut mir leid. Ja, aber nicht so lange, ist okay. Bist du alleine? Ja. Als ob er jetzt die Wahrheit sagen würde. Wieso sollte ich nicht alleine sein und wieso sollte ich lügen? Okay. Okay? Okay. Vertrauen Sie mir. Nee, aber wir haben den Auftrag. Wir haben den Auftrag. Ja. Er müsste jeden Moment hier ankommen. Toni Lasagne erschießt Macaroni. Sein Blut spritzt in sein Gesicht. Nice, Mann. Du bist it. Ja, Mann. Ja, Mann. Und wann kommt der Typ jetzt? Ist egal. Nicht unser Auftrag. Das war nur, um ihn hier hinzulocken. Ach so. Ja, dann tschüss und Glückwunsch. Glückwunsch? Du wirst doch jetzt aufgenommen, oder? Ja, hoffentlich. Toni ist mal wieder auf einer Hochzeit und weiß nicht, wer heiratet. Wer heiratet eigentlich? Ich weiß nicht, ist egal. Ist das nicht die? Toni erblickt die sexy Kellnerin vom Vortag. Ach ja, die. Ah ja. Ja, die von letztens. Ach ja, die Kellnerin. Vielleicht weiß die, wer heiratet. Ist doch egal. Wieso interessiert dich das jetzt auf einmal, wer heiratet? Oh, ich geh mal hin.
Schönen guten Tag. Hallo. Du bist doch die Kellnerin in Tonis Laden, oder? Ja, wer bist du? Ich war gestern da, als Toni dich geschlagen hat. Ach so, ja, danke. Das ist jetzt vielleicht eine komische Frage, aber wer heiratet eigentlich? Du bist auf einer Hochzeit und weißt nicht, wessen? So ist es. Okay. Toni und seine Verlobte heiraten. Ach, Toni. Ja, Toni. Ich bin Toni. Mein Vater heißt auch Toni. Das ist ja ein Zufall. Ja, unfassbar. Wie heißt du denn? Karen. Hi, Karen. Hi, Toni. Woher kennst du meinen Namen? Hast du eben gesagt. Ach so. Wie wär's denn, wenn wir heiraten? Was? Wir beide. Also ich hätte nichts dagegen. Das ist ja mal ein starker Anmachspruch. Danke. Aber ich kenne noch einen besseren. Incendio. Dann macht sie ein Feuerzeug an, was nicht direkt funktioniert. Beeindruckend. Aber zurück zum Heiraten. Bist du bereit? Natürlich. Ich fange an. Womit? Hammerhai? Schwarzspitzenriffhai. Genau, der war's. Nice, Mann. Ich bin einfach Profi-Heiraterin. Standbild. Wir hören Tonis Gedanken. Was für eine Frau. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Geht's dir gut? Warum bewegst du dich nicht? Toni, Toni und Toni sitzen an einem Tisch. Sie haben Karten in der Hand und spielen Poker. Also ich finde das schon ein bisschen low, dass wir immer auf Hochzeiten gehen müssen. Wieso? Geht halt um Respekt. Ja, aber ich habe irgendwie 50 Anzüge oder so. Ja, ich auch. Normal. Gehst du mit? Ich erhöhe. Was ist denn da los? Locker ein Bluff. Ein Bluff, genau. Ich gehe all in. Oh. Ich bin raus. Also ich bin sowas von raus, das glaubt ihr gar nicht. That's what she said. Okay, okay. Gehst du mit? Ah, ich weiß nicht. Du wirst doch jetzt aufgenommen. Das bisschen Geld juckt nicht. Ja. Und du hast doch jetzt diese Tante kennengelernt. Wenn du gewinnst, kannst du das Geld direkt investieren. Ah, ja, ja. Okay, dann gehe ich auch all in. Haha. Toni Tortellini legt siegessicher seine Karten auf den Tisch. Toni Lasagne legt siegessicherer seine Karten auf den Tisch. Wer hat jetzt gewonnen? Ist doch offensichtlich. Guck dir die Karten an. Okay, okay, ich habe die Karten-App offen. Kannst du bitte deine schlechten Witze später machen? Ja, sorry. Ich habe gewonnen. Haha, du Scheiß, Mann. Wieso gewinnst du immer? Jedes Mal gewinnst du. Lass es raus, es ist das letzte Mal. Wenn die aufgenommen wurde, geht das nicht mehr, lol. Ja, lol, du schummelst doch. Nee, vielleicht wird er ja auch gekillt. Wo, warum, was? Bei der Zeremonie, wenn er aufgenommen wird. Warum sollte ich dabei? Du hast doch Goodfellas geguckt. Ja, der hat das nicht geschafft. Aber wieso sollte ich? Ich habe nichts gemacht. Ja. Das denkst du. Da Toni jetzt selber ein Haus gestrichen hat, wird er traditionell in die Mafia aufgenommen. Für diese Zeremonie macht er sich gerade fertig. Aber er darf keinem Nicht-Mafia-Mitglied davon erzählen. Also auch nicht seiner Freundin. Denkst du, das reicht so? Oder ist das underdressed? Oder overdressed? Nee, das ist gut. Okay, gut. Aber was soll ich anziehen? Gar nichts. Ja, 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 ja. Also du kannst wirklich nicht mitkommen. Zu der Beförderung von meinem Freund? Ich mach nicht die Regeln. Wieso machen die denn überhaupt so eine Zeremonie, wenn keine Gäste mitkommen können? Das macht doch keinen Sinn. Das ist halt eine stabile Beförderung. Hm. Was war denn dein Jobtitel? Schabenmann Verwaltungsofficer. Schabenmann Verwaltungsofficer? Ja. Hast du nicht gesagt, du wärst im Baugewerbe? Nein, ich sagte Raugewerbe. Ach so. Ja. Also wenn ich dir peinlich bin, kannst du das auch sagen. Wieso solltest du mir peinlich sein? Du bist wie ein Hühnersandwich an einem heißen Sommertag. Heiß und angenehm. Aha, okay. Danke. Hallo? Moin Moin, Kalle! Hier ist Toni. Oh, verwählt. Okay, schönen guten Tag noch. Wer war das? Keine Ahnung, verwählt. Hallo? Das war nur ein Prank, hier ist Toni. Bist du nicht tot? Nein, Toni Falerni. Ach so, hier ist Toni. Ja, ich weiß. Ich auch. Okay, also, du kannst kommen. Brauche ich dafür deine Erlaubnis? Nee, aber ich wollte nur Bescheid sagen, dass wir draußen stehen und auf dich warten. Ach so, da soll ich hinkommen? Ja, aber nicht drin. Tschüss. Er hat angerufen. Er hat angerufen? Was ist es? Ein Anruf ist ein Telefongespräch. Ah, tschüss. Toni geht zu seinem Mafia-Kollegen und sie bringen ihn zum Boss. Er kommt in den Raum und setzt sich hin. Der Boss bietet ihm Wein an. Wein? Ja, ich weiß. Also, Toni, setz dich. Okay. Hand her. Toni streckt seine Hand aus. Der Boss sticht mit einer Nadel behutsam in den Zeigefinger und drückt. Aber kein Blut tritt aus. Deswegen nimmt er ein dickes Messer und hackt in den Finger. Und das Bild eines Heiligen wird mit Blut überströmt. Die Kerze ist aus. Dann mach die Kerze mal an. Ey, Kerze, ich finde dich ziemlich heiß. Aber die ist doch aus, das macht keinen Sinn. Stimmt. Meine Eltern betreiben eine Schnapsbrennerei. Wollen wir da mal hingehen und ein bisschen rummachen? Geht nicht, nimm's Feuerzeug. Der Boss zündet das Bild an einer Kerze an und legt es Toni in die Hand. Ja. Wie diese Karte brennt, möge meine Seele in der Hölle verbrennen, wenn ich den Eid von Omerta verrate. Sehr gut. Kannst du mir auch den Eid von Omerta verraten? Nee, nee, nee. Nee, so nicht. Sehr gut, du bist es.
Um seine Beförderung zu feiern, hat er seinen neuen Status genutzt, um 2 Karten für ein Konzert zu bekommen. Karen ist sehr beeindruckt und freut sich. Wie hast du Karten für das Ariana Grande Konzert bekommen? Ich habe nur gesagt, dass ich da gerne hingehen möchte, weil du so ein großer Fan bist. Und die haben sich gedacht, ja dann? Die haben sich ja dann gedacht? Ja, ich kann tatsächlich Gedanken lesen, deswegen weiß ich das. Ach so, okay. Und dann haben wir diese nice Privatlounge bekommen. Ach so, das liegt nicht daran, dass wir keine Leute fürs Publikum haben. Nee, das ist, weil wir krass sind. Darf ich ihm was bringen? Ach, einen Kenner gibt's auch? Ja, ich hätte gerne was. Was denn? Willst du auch was? Ja. Wir hätten gerne beide was. Okay. Denn? Oh, ich habe mein Geld vergessen. Aber es geht doch bestimmt aufs Haus, oder? Nein, also sie müssen schon bezahlen. Weißt du, wer ich bin? Nein. Habe ich mir gedacht. Dann geh mal zu deinem Boss hin und sag ihm, dass Tony Macaroni oder wie auch immer heiße, sein Geld vergessen hat. Okay. Wie kannst du denn dein Geld vergessen? Ich hab's halt vergessen. Du hast vergessen, wie du dein Geld vergessen hast? Nein, ich hab mein Geld vergessen. Ja, sag ich doch. Und wieso frag ich? Keine Ahnung. Aha, aha, aha. Es tut mir leid, Herr Macaroni. Natürlich geht's aufs Haus. Vielen Dank. Die Frage ist halt, wieso sollten wir aufs Haus gehen wollen? Das frag ich mich aber auch. Nein, ich meine, es ist gratis. Aufs Haus gehen ist gratis? Das ist ja eine schöne Sache. Aber das beantwortet die Frage nicht. Dann verstehe ich die Frage wohl nicht. Das glaube ich aber auch. Wollen Sie uns rausschmeißen? Nein, natürlich nicht. Willst du mich für dumm verkaufen? Nein, und ich würde sie wahrscheinlich eher für Geld verkaufen. Du willst uns verkaufen? Arbeitest du fürs FBI? Nein. Aber das würde er doch nicht zugeben. Ja, stimmt. Aber wieso sollte er ein FBI-Agent sein? Das weiß ich auch nicht. Nicht? Nee. Dein Gesicht! Tony Lasagne wurde zu Tony, dem Boss, gerufen. Das Leben ist super. Ja, dann ist gut. Welchen Auftrag gibt's denn? Du hast den letzten gut ausgeführt. Ich habe aber gar nichts eingeführt. Was habe ich ausgeführt? Den Auftrag. Allerdings hat dieser Mann eine Tochter. Okay. Die macht ein bisschen Stress. Da es dein Auftrag war, wird das auch deiner. Ich soll die Tochter töten? Wie alt ist sie? Keine Ahnung, 20 bis 30. Ah, lol. Ja, dann los. Also eigentlich wollte ich keine weiteren Häuser mehr streichen. Tja. Man bekommt nicht immer das, was man will. Okay, okay. Ach, die Tür schon wieder. Tony und Tony sitzen an einem Tisch. Sie haben Karten in der Hand und spielen Poker. Das ist aber schon ziemlich unfair. Du bist einfach Pokerprofi und wir sind ziemlich scheiße. Aber beim Pokern geht's auch ums Glück. Ihr braucht nur ein bisschen Glück, um zu gewinnen. Ja, aber du gewinnst die ganze Zeit. Ja, kann man nichts machen. Aha. Ich habe jetzt ein neues Haus zum Streichen bekommen. Aha. Ich will aber eigentlich keine Häuser mehr streichen. Tja, hättest du es ja nicht annehmen müssen. Doch, irgendwie schon. Vielleicht kannst du ihn outsourcen. Aha, nee. Wenn ich sag, ich mach das, dann mach ich das auch. Okay, können wir uns wieder auf das Spiel konzentrieren? Aber wenn es nur ums Glück geht, wieso gewinnst du dann immer? Hab halt Glück, keine Ahnung. Okay. Dann erhöhen wir doch mal den Einsatz. Okay, hab ich kein Problem mit. Ja, dann. Tony hebt den Einsatz hoch. Ich meinte, mehr Geld. Ach so. Tony legt das Geld wieder hin und geht. Was machst du? Ich hab mehr Geld geholt. Ach so, ja dann. Tony legt mehr Geld auf den Stapel. Also mehr Geld, ohne H. Das mit dem Wasser drin. Was ist das? Mehr Geld? Ich würde aber gerne richtiges Geld benutzen. Also kein Mehrgeld? Nein, ich meinte Mehrgeld mit H. Oh, okay. Dann setze ich 30.000. Okay, ja, das ist gut. Gehst du mit? Ja, muss ich ja. Ich auch. Sehr gut. Dann Karten raus. Fang du ruhig an, Toni. Ich? Ja, mach du. Full House. Ich auch. Haha. Wessen Full House ist besser? Ist egal. Warum? Wir müssen doch wissen, wer gewonnen hat. Ich habe gewonnen. Nein, doch. Nein. Doch. Nee. Doch. Wieso solltest du gewonnen haben? Full House mit 3 Assen. Du hast aber nur 2 Asse. Was? Da ist nur Dreck. Wie soll denn Dreck eine Karte zu einem Ass machen? Ja, wenn du ein bisschen dumm bist. Wenn du nicht richtig sehen kannst. Wollt ihr mich hier disrespekten? Nee, du hast dich gerade selber disrespected. Okay, ich muss für den Auftrag morgen gut ausgeschlafen sein. Schönen Tag noch. Nacht. Tony ist auf dem Weg zu seinem Auftrag, aber er findet die Adresse nicht, die auf seinem Zettel steht. Er ruft den Boss an. Ich finde die Adresse nicht, Boss. Wo ist Bumila 1E? Die Adresse ist Birkenweg 31. Der Zettel war auf dem Kopf. Er dreht ihn um und kann die richtige Adresse lesen. Oh, okay. Ich bin auf dem Weg. Tony schleicht in das Haus. Eine Person kommt. Ah! Scheiße, ich hab die Munition vergessen. Die Person rennt weg. Komm zurück! Okay. Diese Stimme kenne ich doch. Karen? Ja, woher? Hey, Tag. Bist du denn verrückt? Nein. Was machst du? Willst du mich umbringen oder was? Ja, also das hatte ich eigentlich vor. Wie jetzt? Bevor ich gemerkt habe, dass du das bist. Du meinst, du hast die Munition echt vergessen? Ja, komischer Zufall, aber ja. Jetzt willst du mich nicht mehr töten? Ja. Okay, willst du was trinken? Nein, danke. Okay. Warum kommst du hier nachts mit einer Waffe rein und ballerst mich ab? Ich kann dir das nicht sagen. Du hättest mich gerade fast erschossen? Ich glaube, du kannst mir das sagen. Nein, wenn ich dir das sage, du musst hier weg. Wohin weg? Wollen wir essen gehen? Oder zu dir? Nein, ganz weg. Tod? Das will ich verhindern. Du wolltest mich doch eben noch töten. Ja, aber jetzt weiß ich, dass du es bist. Wenn ich dich jetzt nicht töte, wird es für uns beide nicht gut enden. Also entweder ich fliehe und verstecke mich,
oder du tötest mich, oder wir beide sterben. Na dann töte mich doch, du Dreckster. Nein, das kommt nicht in Frage. Aber das andere wäre doch romantisch. Wir sterben beide und bilden einen ewigen Bund. Oder wir fliehen beide. Das wäre wahrscheinlich besser. Aber wie kann ich dir vertrauen? Und wieso solltest du mich töten? Ich weiß nicht, wie du mir vertrauen kannst. Aber ich kann dir alles erklären. Ja, dann. Aber das geht nur, wenn wir beide fliehen. Am besten heute noch. Pack deine Sachen. Ich werde mich nicht bewegen, solange du mir nicht alles erklärt hast. Dafür haben wir keine Zeit. Ich muss die Flüge buchen. Tja, dann musst du wohl schneller erklären. Jetzt pack deine Sachen. Ah, was machst du? Willst du jetzt mit mir fliehen oder mich töten? Da sind keine Patronen drin. Das ist natürlich schade. Okay, okay. Aber du musst mir versprechen, dass wir zusammen fliehen und zusammen bleiben. Das kann ich dir doch jetzt nicht sagen. Ich liebe dich. Okay. Okay. Okay, danke. Danke gleichfalls. Okay. Aber vielleicht liebe ich dich gar nicht und will nur überleben. Wenn du mir nicht hilfst, werde ich sterben. Wie kannst du mir vertrauen? Wie schon gesagt, ich liebe dich. Und außerdem würdest du sowas dann nicht sagen. Ich liebe dich auch. Okay, okay, danke gleichfalls. Na dann erzähl endlich mal. Ich weiß nämlich noch nicht, ob ich dir vertrauen kann. Wenn du mir nicht vertrauen könntest, wärst du schon tot. Und außerdem könnte ich denn das hier machen? Sagt der, der vergessen hat, Patronen in die Pistole zu tun. Na gut. Ich bin Teil von unserem Ding. Unser Ding? Nein, nicht unser Ding. Unser Ding. Hä? Wohl besser bekannt als die Mafia. Mafia? Wie Mafia? Nein, die Mafia. Hast du doch gerade gesagt. Ja, aber du nicht. Oh. Egal, um aufgenommen zu werden, musste ich... Ich wurde aufgenommen und musste dich töten. Wieso denn? Ich weiß nicht. Du weißt nicht, wieso die Person sterben soll, die du töten sollst? Nö. Hm. Bei der Aufnahmezeremonie muss man versprechen, dass man niemandem von diesem Leben erzählt. Jetzt erzähle ich dir davon. Also wollen die mich auch töten. In diesem Geschäft geht es um Respekt. Also müssen wir jetzt sofort von hier weg. Was ist los? Du bist ein Gangster! Das hätte ich nie erwartet. Ich weiß nicht, ob ich mit dir fliehen möchte. Aber ich bin immer noch ich. Ich wollte auch nicht sagen, dass ich dich nicht mag, weil du eine Kellnerin bist. Ich bin nur Kellnerin, um meiner Familie zu helfen. Ich hätte noch andere Pläne. Ich helfe auch meiner Familie. Bis jetzt. Jetzt habe ich sie verraten. Es ist aber besser für deine echte Familie. Es ist meine echte Familie. Alle werde ich nie wiedersehen. Alle sind enttäuscht von mir. Und alle wollen mich töten. Du hast dich jetzt entschieden und ich danke dir dafür. Aber denk nicht mehr drüber nach. Du kannst nichts mehr daran ändern. Ja, du hast recht. Du warst jetzt sehr offen und ich danke dir. Ich finde, wir können es weiter versuchen, wenn du einen guten Plan hast, wie wir abtauchen können. Abtauchen? Das wäre eigentlich eine gute Idee. Nee, eigentlich nicht. Wieso willst du abtauchen? Du hast doch gesagt, wir müssen abtauchen. Luft anhalten und runter. Du weißt, was ich meine. Weiß ich nicht, aber egal. Ich weiß, was zu tun ist. Jetzt pack schnell ein paar Sachen. Tony ist mit Karen zu Hause und sucht Bargeld. Heutzutage ist Mafia im IT-Bereich stabil dabei. Also brauchen wir Bargeld. Also jede Zahlung wird bei der Mafia dokumentiert? Ja. Ist das nicht gefährlich, wenn die Polizei einmal drin ist und alle Beweise da? Nein, wir benutzen Pseudonyme und es ist halt sausicher. Okay. Also ich habe kein Bargeld. Hiermit kommen wir nicht weit. Ich weiß gar nicht, wieso ich das überhaupt habe. Er hält einen 20-Euro-Schein in der Hand. Da hast du recht, damit kommen wir nicht weit. Können wir nicht einfach das Auto nehmen? Ja, das nehmen wir. Aber wenn ich was von meinem Konto abhebe, kriegen die das mit. Damit die nicht wissen, wo wir sein werden, müssen wir es jetzt abheben. Karen hebt ein altes Telefon hoch und hebt ab. Es hat auch nur angerufen. Was soll ich machen? Leg das ruhig nochmal weg. Können wir nicht einfach ins Zeugenschutzprogramm? Zeugenschutzprogramm? Nein, das können wir nicht machen. Aber so ist es bestimmt einfacher zu überleben. Und wenn der ganze Geldverkehr sogar dokumentiert wird, sind die alle dran. Es ist keiner mehr da, der das rächen kann. So einfach ist das nicht. Aber immer noch besser als so. Töten wollen die uns sowieso. Die haben zu viel Einfluss. Wenn wir das machen, werden sie uns irgendwann finden. Wie wollen die uns denn finden? Außerdem, so low sind wir nicht. Snitches get stitches, du weißt? Nee, ich weiß es nicht. Ich kann meine Familie nicht so verraten. Hast du doch schon. Nein, ja, aber nicht so stark. Ich habe keinen von ihnen hinter Gitter gebracht. Wenn du das sagst. Was habe ich nur getan? Selfie! Und sie macht mit dem alten Telefon ein Selfie. Was nicht geht, weil es keine Kamera hat. Tony Filerni kommt in das Büro von Tony, dem Boss, gestürmt. Tony, wir haben ein Problem. Was ist es? Etwas, was Ärger oder Unannehmlichkeiten bereitet. Denkst du jetzt, du bist lustig, weil du Witze aus der nackten Kanone kopierst? Tut mir leid, aber die Vorlage musste genutzt werden. Es ist aber nicht lustig. Und du verschwendest nur meine Zeit. Tut mir leid, können wir nochmal von vorne beginnen? Okay. Tony geht wieder raus und kommt wieder reingestürmt. Boss, wir haben ein Problem. Ein Problem? Was ist es? Kinder. Was ist denn los? Es geht um Tony. Solange er kein Kind ist, ist es doch egal. Mann, es ist ernst! Der Tony. S, also der Clown, erscheint. Hier sind keine Kinder. Wo kommst du her? S verschwindet wieder. Wir wollten uns eigentlich treffen, aber er kam nicht. Und ich kann ihn nicht erreichen. Nein, das andere. Ach so. Er steckt bestimmt in Schwierigkeiten. Vielleicht aber auch nicht. Er ist Teil unserer Familie. Selbst wenn nichts ist oder wir nichts tun müssen oder schon zu spät ist.
Wir müssen ihm helfen. Also mal gucken, ob wir ihn finden. Ja, oder hast du was Besseres zu tun? Also eigentlich wollte ich jetzt erstmal fett was essen. Das kannst du später machen. Du hast recht, er ist Teil unserer Familie. Und wenn du sagst, da stimmt was nicht, dann müssen wir da wenigstens bald einmal nachgucken. Wenn du sagst, er könnte vielleicht eventuell in Schwierigkeiten sein, dann los. Toni Lasagne telefoniert. Ich stecke in Schwierigkeiten. Nein, das ist keine Person. Nein, nicht damit. Ich habe was Schlimmes gemacht und meiner Freundin nichts davon erzählt. Es hat was mit ihrem Vater zu tun, deswegen wäre es für sie von Interesse. Aber ich habe mich nicht getraut, es zu sagen. Wozu auch? Jetzt läuft doch alles gut. Wozu das gefährden? Bringt ja nichts, wenn sie die Wahrheit kennt. Kein Vorteil für sie. Dann muss sie es ja auch nicht erfahren. Aber ich kann diese Sache nicht für immer geheim halten. Wir wollten eigentlich transparent sein. Und ich denke, es würde sie schon interessieren. Ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass sie es weiß. Wollen Sie jetzt noch wissen, ob wir ein freies Zimmer haben? Ach so, ja. Reden Sie bitte mit Ihren anderen über Ihre persönlichen Probleme und geben Sie mir Ihr Geld. Ja, okay. Ich bezahle bar. Gut, vielen Dank. Dann treffen wir uns an der Bar. Welche Bar? Toni Filerni und Toni der Boss haben gesehen, dass Toni Geld abgehoben hat und gehen in die Bank. Sie denken, dass Toni ihre Hilfe braucht. Um ihn zu finden, reden sie mit einem Bankmitarbeiter. War Toni Lasagne hier? Ich kenne keinen Toni Lasagne. Vielleicht hilft das. Filerni hält zwei Bleistifte hoch und reicht sie dem Bankmitarbeiter. Es funktioniert. Er redet. Toni Lasagne. Ja doch, jetzt erinnere ich mich. Er war hier? Ich weiß nicht. Filerni gibt weitere Bleistifte. Ja, doch, er war hier. Mit... Mit wem? Mit, Mehr Bleistifte. Mit einer Frau. Welche Frau? Bleistifte. Ich weiß es nicht. Noch mehr Bleistifte. Behalt deine Bleistifte, ich weiß es nicht. Filerni gibt ihm dick Bleistifte. Ich sag doch, ich weiß es nicht. Irgendeine Frau. Sah so aus wie du, nur mit einem Lappen auf dem Kopf. Die kenne ich doch. Ich auch. Das ist seine Zielperson. Was? Die Zielperson? Ja, die er beseitigen sollte. Oder seine Freundin. Oder es ist die gleiche. Wer ist das? Oder dieselbe? Oh mein Gott. Ja? Nichts. Sorry. Waren die beiden frei hier oder irgendwie gefesselt oder so? Nee, frei. Alles normal. Die haben Geld abgehoben und waren dann wieder weg. Wo wollten die hin? Woher soll ich das wissen? Ich glaube, ich habe aber was gehört. Ob sie dahin wollten, weiß ich nicht. Aber ich hörte sie von einem Ort namens Schweiß reden. Schweiß? Schweiß, das sagten sie. Sicher? Das habe ich verstanden. Wo kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Schweiß. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, weil du stinkst. Ach so. Moment, was ist? Vielleicht meinte er ein Land südlich von Deutschland. Mailand? Ja. Aber wir haben nicht Mai. Oh ja, da muss die Schweiz sein. Die Schweiz? Das perfekte Ziel. Die ist doch nicht mal in Europa. Du meinst EU. Sag ich doch. Nee, doch hast du nur gesagt, als du gefragt hast, ob du es sagst. Ach so. Dann lass sie jagen und zur Strecke bringen. Welche Strecke nehmen wir denn? Moment, ich hol Google Maps raus. Währenddessen sind Toni und Karen schon in die Schweiz gefahren. Glaubst du, die sind schon hinter uns her? Meinst du? Frage ich dich. Keine Ahnung, das mit dem Geld haben die bestimmt schon gemerkt. Aber das juckt die doch nicht. Ja, ist ja mein Geld. Sollte die eigentlich nicht interessieren. Aber wenn die wissen, dass du sie betrogen hast und dann noch das Geld... Aber wir sind ja schon lange weg. Die werden uns hier nie finden. Und selbst wenn doch, sind wir schon wieder lange weg, wenn die hier auftauchen. Ja, hoffentlich. Aber dazu nehmen wir am besten Pseudonyme. Okay. Ich bin ab jetzt Pauli Girelli. Was ist das denn für ein Name? Ist halt nicht meiner. Aber sehr nah dran. Nenn dich lieber Toni Girelli. Na, du hast recht. So nennst du dich. Das finde ich gut. Ey, das finde ich gut. Gut, dass du auf meinen Ratschlag hörst. Ich finde halt auch, dass das eine nice Idee ist. Fick dich. Was? Hat Markus gesagt, kann ich nichts machen. Oh, okay. Dann ist okay. Nice, Mann. Ich bin betrunken und das Skript ist ziemlich scheiße. Aha, deswegen ist das also so schlecht. Ganz genau. Nun, die Frage ist, wo und wann du getrunken hast. Das frage ich mich auch. Dann ist gut. Also. Salso. Faldo. Warum? Kannst du bitte den Dialog hier drüber cutten? Ja, Mann. Ja, Mann. Mach ich. Nice, Mann. Ultra nice, Mann. Die Frage ist halt, was für eine Musik ist das denn? Ich weiß es nicht. Ja, scheiße, Mann. Das ist natürlich nicht so gut. Tequila Shots in Topé. Ja, Mann. Feier ich. Feier ich auch. Feier ich auch. Nice, Mann. Ultra nice, Mann. Über ultra nice, Mann. Ja, Mann. Ja. Wie heißt der Typ? Weiß ich nicht mehr. Okay. Brot. Brot. Haha! Was laberst du denn? Du bist retarded. Auf einmal kommen Filerni und der Boss bei Toni und Karen im Hotel an. Was ist los, Toni? Ja, was ist los, Toni? Wo kommt ihr her? Wie habt ihr mich gefunden? Egal, was ist bei dir passiert? Wurdest du von der Frau überrascht? Was? Oder hast du uns vielleicht betrogen? Nein. Hast du schon wieder zu lange gelabert? Ja, sonst wären wir jetzt im Zimmer und die würden uns nicht finden, weil ich nicht meinen echten Namen benutzt habe. Wie hast du dich genannt? Toni Girelli? Ich wusste doch, dass meine Idee besser war. Hätte ich ja nicht ahnen können. Toni. Du musstest nur ihren Vater töten und dann sie. Ich kann sie nicht töten. Ihren Vater aber schon. Ich wusste ja nicht, dass es ihr Vater ist. Warte. Einen Schritt zurück. Toni geht einen Schritt zurück. Ja, es stimmt. Wieso hast du nichts gesagt?
Ich konnte nicht. Klärt eure persönlichen Sachen im Himmel. Oder wohl eher in der Hölle. Toni Lasagne schießt auf Toni und Toni. Komm! Aber Karen bewegt sich nicht. Wir müssen hier weg! Der ruft schon die Polizei. Und die sind bestimmt nicht alleine hier. Vorsicht! Filerni liegt auf dem Boden und er hat zu seiner Waffe gegriffen. Aber Toni tritt sie weg. Oh, ich habe keine Munition mehr. Komm jetzt. Okay. Toni und Karen sitzen im Auto. Ich habe mir lange überlegt, ob ich es dir sage. Aber wozu? Die Mafia hat deinen Vater getötet, nicht ich. Ich bin ausgestiegen. Wir wollten transparent sein und das verschweigst du mir? Es war falsch von mir. Aber ich habe mich nicht getraut. Wir haben es schon so weit gebracht. Ich hatte Angst, dass es umsonst war. Unsere Beziehung ist gestorben. Nein, dein Vater ist gestorben. Dir habe ich das Leben gerettet. Ich wäre lieber tot. Nein, du kannst dein Leben nicht wegwerfen. Unser Plan war gut. Es war unser Plan. Jetzt ist der Plan tot. Ich habe mein ganzes Leben hinter mir gelassen. Nur für dich. Und jetzt ist alles umsonst? Die Mafia will uns töten. Die Polizei sucht nach uns. Wenn die uns mit diesem Vorsprung eingeholt haben und in der Schweiz gefunden haben, wo sollen wir dann hin? Wir? Wir gehen nirgendwo hin. Die Polizei ist hinter dir her wegen dem Mord. Die Mafia ist hinter dir her, weil du sie betrogen hast. Ich flieg weg. Und komm nie wieder. Und dann vielleicht das Zeugenschutzprogramm. Das Zeugenschutzprogramm? Ich weiß genug, um da reinzukommen. Und du und deine alten Kollegen sind dann dran. Wir haben so viel gemacht. Wir sind so weit gekommen. Und jetzt? Alles umsonst? Das ist das Ende. Euer Untergang steht bevor. Das Ende wovon? Fahr mich zum Flughafen und dann fahr weg. Zum Flughafen? Bist du verrückt? Da wimmelt es von Polizei. Und die Mafia ist bestimmt auch da. Dann bring mich in die Nähe und fahr weiter. Nein, ich habe eine bessere Idee. Du bringst mich zum Flughafen. Das geht nicht. Das geht. Wir kriegen das wieder hin. Ich glaube, du musst wenden. Reg dich erstmal ab. Ich muss mich nicht abregen. Doch. Seitdem ich dich kenne, wollen mich viel zu viele Leute umbringen. Davor rette ich dich. Du hast mich erst da reingebracht. Habe ich nicht. Doch. Psch, psch, psch. Wenn du hier nicht, du Motherfucker. Ich sag doch, ich habe einen besseren Plan. Mach das allein und lass mich raus. Und dann? Ich komme da auch ohne dich hin. Es ist doch nicht so schlimm. Du wusstest, dass ich ein Gangster war. Ja. Und jetzt rastest du deswegen aus? Wenden. Der von TikTok? Nein! Bist du ein bisschen dumm? Und mich bist du gleich tot? Karen springt aus dem Auto. Ah! Was? Es ist egal. Es ist egal. Aber weiter, Toni. Alles umsonst. Egal. Egal. Was ist das für ein Song? Toni und Toni sind wieder im Mafia-Büro. Gut, dass wir die hier hatten. Er hält ein Paket Spaghetti hoch. Die Nudeln haben die Kugel aufgefangen und Toni konnte überleben. Ich kann nicht glauben, was er getan hat. Das ist einfach unfassbar. Wie konnte er das tun? Wir haben ihm vertraut. Wir haben ihn in unsere Familie aufgenommen. Er hat was geschworen. Und das wirft er weg. Für sowas? Das hat er gemacht. Was machen wir jetzt? Die gehen da ja noch ins Zeugenschutzprogramm. Wir müssen sie vorher ausschalten, sonst sind wir geliefert. Du hast recht. Wenn wir sie nicht ausschalten, sind wir geliefert. Wer war das? Das war ein schlechter Witz von Amazon. Das hier wurde geliefert. Er hält eine Wir-Hülle hoch. Also der Film von Jordan Peele. Ach ja, das habe ich bestellt. Danke. Okay, er hätte gar nicht erst eintreten dürfen. Wir müssen unsere Mitglieder besser auswählen. Vielleicht nur noch Sizilianer oder so. Aber ich meine, ich verstehe ihn auch. Liebe ist stärker als alles andere. Aber er hat auch unsere Familie geliebt. Wir haben uns geliebt. Also auf einer Homo-Basis. Ja, genau. Aber es ist, wie es ist. Und wir müssen beide töten. Aber können wir das irgendwie rechtfertigen? Eigentlich haben sie noch nichts gemacht. Auch dass ihr erzählt und den Auftrag nicht ausgeführt. Er hat uns angeschossen. Ach ja. Ja, da war ja was. Und wenn die Nudeln nicht gewesen wären? Ganz, ganz schlecht. Also, wir müssen sie töten. Den Palsen hast du angebracht, oder? Natürlich. Sehr gut. Dann werden sie nicht mehr lange haben. Karen steht an einer Telefonzelle. Es ist Nacht. Sie hält sich den Arm. Wahrscheinlich verletzt beim Verlassen des Autos während der Fahrt. Ich kann ihm nicht mehr vertrauen. Was sagst du? Das ist ja unglaublich. Warte, Karen, ich hab doch noch gar nichts gesagt. Tut mir leid. Ich glaube aber, es tut dir gar nicht leid. Du sagst immer, es tut dir leid, aber es tut dir nicht leid. Ja, das kann sein. Tut mir leid. Ich glaube, dazu muss ich nichts mehr sagen. Kommen wir wieder zum Thema zurück, das mit dem Vertrauen. Aber er hat dir doch alles andere gesagt. Ja. Oh, der hat doch recht. Was bringt es dir, das zu wissen? Woher weißt du, was er gesagt hat? Er hat meinen Vater getötet. Wie konnte er das tun? Und mir noch nicht mal was davon gesagt. Kein Sterbenswort. Und jetzt ist die Mafia hinter mir her. Die Mafia? Die Mafia. Bist du sicher, dass du nicht Mofa meinst? Nein, wieso sollte ein Mofa hinter mir sein? Keine Ahnung, aber wenn man es schreibt, sieht das sehr ähnlich aus. Hätte ja sein können, dass du es verwechselt hast. Mein Vater ist tot und ich wahrscheinlich bald auch. Und ich werde jetzt für immer in Angst leben. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Aber macht es nicht mehr Sinn, mit ihm zusammen zu bleiben? Und was, wenn er mich töten möchte? Dann wäre ich ein zu leichtes Ziel. Und außerdem ist die Mafia nur hinter ihm her. Und die Polizei auch.
Das wäre eigentlich viel gefährlicher, wenn ich bei ihm wäre. Aber was willst du alleine machen? Ich bin eine starke Frau. Nein, du bist inept, jetzt mit dem Lappen auf dem Kopf. Jetzt komm mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Du hast recht, tut mir leid. Natürlich habe ich recht, ich bin deine Mutter. Over. Bist du? Bestimmt, keine Ahnung. Okay, nice, du hast recht. Ich liebe ihn. Und es ist wahrscheinlich auch sicherer. Tony fährt immer noch, alleine. Er redet mit sich selbst. Also ich wollte es ihr ja sagen, aber genau davor hatte ich Angst. Ich wusste nicht, dass es ihr Vater ist. Und ich kannte ihn noch nicht mal richtig. Ich habe alles dafür geopfert. Wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte jemand anders gemacht. Wahrscheinlich wäre sie dann schon lange tot. Ich habe ihr Leben gerettet. Meinem Vater kann man nichts machen. Aber die wollen uns beide töten. Und wenn wir uns zusammentun, ist die Überlebenswahrscheinlichkeit höher. Das kann nicht umsonst gewesen sein. Er reißt das Lenkrad rum und wendet. Karen und Tony rennen zueinander. In Zeitlupe. Aber Karen rennt vorbei. Tony ist verwirrt und ruft sie zurück. Sie kommt zurück und sie umarmen sich. Hast du gedacht, was ich gedacht habe? Ich weiß nicht, was du gedacht hast, aber das ist eher unwahrscheinlich. Wir müssen zusammenhalten, um das hier zu überleben. Das sehe ich auch so. Und wenn wir das überleben, können wir es auch nochmal versuchen. Ja, Mann. Ich bin eine Frau. Siehst du am Lappen? Sorry. Ja, Frau. Was ist dein Plan? Ich habe keine Ahnung. Nice, Mann. Ich frage am besten die Banane. Mach das. Ey, Banane. Was ist unser Plan? Woher soll ich das wissen? Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Das ist nicht so gut. Dann, jetzt sind Toni und Toni ja tot. Ich hätte nichts mehr dagegen, ins Zeugenschutzprogramm zu gehen. Oh, Tony, die Idee finde ich gut. Aber wie? Werden nicht die Telefone zu Hause abgehört? Ja, ich denke schon. Dann fahren wir wieder nach Hause. Trautesheim, Glück allein. Du weißt, dass wir danach nie wieder dahin zurückgehen können? Ja, stimmt. Dann steigen sie ins Auto. Ich glaube, man sollte eine zweite Chance kriegen. Und das ist jetzt meine? So ist es. Dann hoffe ich mal, dass unser Plan funktioniert. Das hoffe ich auch. Ich hoffe aber auch, dass wir überhaupt bei dir ankommen. Das wird eine kritische Sache. Die ganze Mafia in der Stadt wird uns töten wollen. Jetzt, da ich Tony und Tony den Boss umgelegt habe. Wie lange dauert die Fahrt eigentlich noch? Noch 6 Stunden. Wann ist die Szene denn endlich vorbei? Tony benutzt eine Banane als Telefon. FBI, ich weiß, dass ihr mich hört. Ich würde ganz gerne... Du sprichst mit einer Banane. Beleidige nicht... Oh, du hast recht. FBI, ich mache euch ein Angebot, was ihr nicht ablehnen könnt. Also schon, aber wir würden gerne beide ins Zeugenschutzprogramm. Hallo? Ja, denn FBI... Vielleicht hören die uns nicht mehr ab. Doch tun die. Wir wollen euch helfen. Wir haben Informationen, die euch interessieren. Wir wollen ein Zeugenschutzprogramm. Das sieht gar nicht gut aus. Hört ihr mich? Oh, hallo. Ja, okay. Okay, danke. Wir kommen sofort. Was sagt er? Jetzt gerade nichts. Aufgelegt. Was hat er gesagt? Tschüss. Davor. Er hat mir eine Adresse genannt und wir sollen da jetzt hinkommen. Wir sollen beide da hinkommen? Ja. Ach, Moment. Ja, ja. Was hast du denn gedacht? Nicht so wichtig. Los. Tony und Karen gehen in ein FBI-Büro. Hallo, ich bin Tony. Ich bin hier für das Zeugenschutzprogramm. Aber Tony, der Boss, ist da. Hallo, Tony. Tony und Karen wurden in eine Falle gelockt. Das am Telefon war nicht das FBI. Es war die Mafia. Tony? Was machst du hier? Ich dachte, du wärst tot. Unterschätze nie die Kraft von Nudeln. Okay. Ach, hi, Tony. Hi, ich bin übrigens Karen. Hi, Karen. Hi. Wo? Haha, ich bin lustig. Nenn mir einen Grund, warum ich euch jetzt nicht sofort wegpusten sollte. Ich kann das erklären. Aha. Ich weiß ja, dass wenn ich hier lebend rauskomme und ins Zeugenschutzprogramm gehe, ihr alle am Arsch seid. Du willst ins Zeugenschutzprogramm? Ja. Wie konntest du so tief sinken? Ich sinke nicht, ich steige. Euch geht's nicht um Ehre und Respekt, euch geht's nur ums Geld. Ja, um die Ehre geht's vielleicht eher dem Bauern. Ja. Wir waren eine Familie. Nein, wir waren kriminelle Drecksteppen. Und da du uns eben erschossen hast. Also fast. Wo ist eigentlich Tony? Nicht so wichtig, also... Deswegen freue ich mich auf diesen Moment. Auf den Moment, uns zu erschießen? Ja. Irgendwelche letzten Worte? Scheiße, Mann. Warum fliegt denn eine Pizza? So dumm bin ich auch nicht. Da ist echt eine fliegende Pizza. Hä? Alle Mafia-Leute drehen sich um und Tony und Karen fliehen. Och nee. Sie steigen in das Auto und fahren los. Scheiße, Mann. Wie kommen wir denn jetzt ins Zeugenschutzprogramm? Ich weiß es nicht. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Die sind uns immer einen Schritt voraus. Wir sind am Arsch. Ja, wir sind am Arsch. Aber was ich mich frage, wo ist eigentlich Tony? Ja, das frage ich mich auch. Ich weiß es. Tony Filerni hat sie auf den hinteren Sitzen versteckt. Er richtet seine Pistole auf Tony. Warst du schon die ganze Zeit da? Haben dir auch Spaghetti das Leben gerettet? Nein, Spaghetti war nicht da. Es war Tony. Er hat mir vorgeschlagen, Spaghetti mitzunehmen. Oh, ja, dann wohl schon. Immer dieser Drecks-Tony. Ey! Nein, nicht du. Du beleidigst meinen Vater? Er ist nicht dein Vater. Doch, ich habe einen DNA-Test. Da meine ich nicht den, den du meinst. Du hast doch gesagt Tony. Ja, ich meine den Boss, Tony. Was hat er denn damit zu tun? Er hat auch Nudeln wegen Tony dabei gehabt. Ja, den Tony meine ich. Welchen Tony von beiden? Tony! Was denn? Nein, ich meine Tony, Tony. Redest du von dir selbst in der dritten Person? Bist du komplett dumm? Nein, tue ich nicht. Ich meine den Tony, wegen dem ihr Nudeln dabei hattet. Gut,
Da das geklärt ist, kann ich euch beide ja erschießen. Aber ich fahre gerade. Wenn ich sterbe, stirbst du auch. Irgendwann wirst du anhalten müssen. Das denkst du. Das weiß ich. Spätestens, wenn das Benzin leer ist. Nicht so schnell. Boom, hier auch eine Kanone. Oh, scheiße, Mann. Mexican Standoff. Nein. Doch. Ist doch egal. Wir waren Brüder, Tony. Ebenso den gleichen Namen. Ich habe jetzt gelernt, was die Mafia eigentlich ist. Sag nicht dieses Wort. Welches Wort? Du weißt, welches Wort. Was die Mafia macht, ist einfach unfassbar asozial. Selbst für das Geld. Wie kann man sowas machen? Es ist, wie es ist. Das muss doch nicht sein. Wenn wir es nicht machen würden, würden es vielleicht andere machen, die noch viel brutaler vorgehen würden. Schon mal daran gedacht? Nein, aber das ist doch auch dämlich. Du bist dämlich. Willst du, dass ich sie abknalle? Willst du, dass ich deine Freundin abknalle? Nein, wenn du sie abknallst, knall ich dich ab. Du musst doch fahren. Ich glaube, dass meine Chancen gar nicht so schlecht stehen. Und ich glaube, dass unsere Chancen gar nicht so schlecht stehen. Also die von Karen und mir. Dann denk das ruhig. Wir werden ja... Was war das? Ich hab Toni in den Kopf geschossen. Was? Wieso schießt du Toni in den Kopf? Das wollte ich nicht, das war aus Versehen. Er war fast auf unserer Seite. Was machst du? Es war aus Versehen. Hat gewackelt und schwupps, Tonis Kopf kaputt. Einmal guckst du Pulp Fiction und direkt, ich hab Toni ins Gesicht geschossen. Bullshit. Ich kann nichts dafür. Aber eigentlich ist das gut. Gut gemacht, danke. Bitte. Er wollte uns beide schließlich töten. Dann war das gut. Würde ich aber auch sagen. Das war Notwehr. Nice, Mann. Aber was machen wir jetzt? Wir können so nicht rumfahren. Ich sehe gar nichts mehr. Das auch. Außerdem will der Rest der Mafia uns immer noch umlegen. Solange die uns nicht flachlegen wollen. Was? Egal, du hast recht. Aber ich glaube, ich habe einen neuen Plan. Vielleicht ist es noch nicht nötig, sich zu entscheiden. Sie fahren zurück und gehen in den Fake-FBI-Raum, in dem die ganzen Mafia-Leute sind. Moin, Leute! Schönen guten Tag. Nimm mal bitte kurz die Waffe runter. Nein, was machst du hier? Ich weiß doch, dass ihr alle das gar nicht machen wollt. Was redest du? Hast du jetzt komplett den Verstand verloren? Hört mir zu. Das ganze Gemorde ist doch nur, weil in euch etwas fehlt. Aber ich weiß, ganz tief in euch drin wollt ihr das doch gar nicht. Nein, nein! Doch! Oh nein! Wehr dich, Tony! Ah. Es lohnt sich nicht dafür zu kämpfen. Du kannst mir nicht erzählen, es lohnt sich nicht dafür zu kämpfen. Hab ich aber gerade. Scheiße, Mann. Bist du ein bisschen dumm? Ja, sorry. Du weißt, es stimmt. Alles, was ich tue, ich tue es für dich. Und was ist mit mir? Was laberst du? Brian Adams? Bullshit. Oh ja, ich weiß, dass es so ist. Guck tief in mein Herz. Wo kommt eigentlich die Musik her? Ich weiß es tatsächlich nicht. Mach die aus. Wie denn? Es ist nicht meine Musik. Anscheinend hast du Tony überzeugt. Aber mich wirst du nie überzeugen. Wir sind eine Familie. Und ich bin der Boss. Ohne mich kommst du nicht weit. Bist du sicher? Wenn wir alle ins Zeugenschutzprogramm gehen, sieht das für dich nicht so gut aus. Hm. Denk doch mal über deine Taten nach. Ich bereue nichts. Ich aber. Ich komm mit. Und alle anderen hier, die man gerade nicht sieht, stimmen Toni zu. Letzte Chance. Welchem Toni stimmen die zu? Dir nicht. Oh. Jetzt sind sie in einem echten FBI-Büro. Und mit sie meine ich die ganze Mafia-Familie. Also fast. Alle außer Toni, der Boss. Also verstehe ich das richtig. Ihr wollt alle ins Zeugenschutzprogramm. Ja. Ja. Aber wenn die ganze Familie ins Zeugenschutzprogramm geht, was bringt uns das dann? Ihr könnt doch keinen verraten. Nicht die ganze Familie. Und ich. Ich bin kein Teil der Familie. Wer fehlt denn? Der Boss. Und Tony. Der ist tot. Tony ist tot? Ja. Oh. Ja, dann nur Tony, der Boss. Ihr wollt alle euren Boss verraten? Ja. Ist komisch, dass er doch nicht mitgekommen ist. Geht's bei euch nicht irgendwie um Ehre und Respekt oder so? Nein. Und wieso denkt ihr, dass es uns um Ehre gehen würde? Wir sind keine Bauern. Nein, ich meine... Egal. Also, alles, was gegen Kriminalität hilft, finden wir gut. Aber Kriminelle bestrafen finden wir auch gut. Also theoretisch würde ja einfach nur einer von euch reichen, der alle verrät. Und dann können wir ein paar Mafiosi verhaften. Nee, das wäre aber ziemlich asozial. Ich dachte, ihr verratet euren Boss. Ja, weil der ein Drecksgangster ist. Aber ihr seid auch alle Gangster. Waren. Und keine Drecksgangster. Ach so. Also schreiben Sie sich alle Namen auf. Ich bin Tony. Das ist Tony. Wir haben noch Tony. Tony. Tony, Tony, Tony. Aha, okay. Tony. Tony. Und? Lassen Sie mich raten. Tony? Nein, wieso sollte meine Freundin Tony heißen? Sieht die aus wie ein Mann? Nein. Warum beleidigst du sie? Da habe ich gerade nicht drüber nachgedacht, dass die auch hier ist. Die sitzt doch direkt vor dir. Ist doch jetzt egal, Tony. Na gut, wenn du das sagst. Das. Okay. Okay. Dann werden wir sie ins Programm aufnehmen. Alle. Nice, Mann. Danke. Ultra nice, Mann. Über nice, Mann. Und Frau. Ich bin eine Frau. Sorry. Solltest du auch sein. Später. Tony hat sein Gangsterleben erfolgreich hinter sich gelassen und lebt mit Karen in einem schönen Haus. Tony Macaroni ist auch da. Sie stehen gerade in der Küche und Tony öffnet den Kühlschrank. Ach, ich will mal keinen Toast mehr. Ach, scheiße, Mann. Moment, wieso gucke ich im Kühlschrank? Er guckt in die Schublade. Ach, die Sonne auf Toast. Nice, Mann. Yay! Ich wollte aber eigentlich ein Bier holen. Wieso gucke ich in die Schublade? Du hast doch gerade nach Toast geguckt. Ja, aber... Ah, hier. Drecksdale Kölsch. That is it. Nice, Mann. Dann gehen sie ins Wohnzimmer und setzen sich auf die Couch vor dem Fernseher. Dieser Film auf Netflix ist echt nice. Ich würde direkt ein Like da lassen, wenn das gehen würde. Hier ist ein kürzerer Polizeikomödie-Film. Der ist auch lustig. Ja, so wie der andere Film Abschied. Die sind beide lustig. Und das andere Video da bestimmt auch.
Klick bitte drauf. Mach ich. Nicht du. Drecksdebber. Das war Die Liebe der Lasagne. Das Hörbuch. Lass ein Abo da.